Menschen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Hunter 2016 mit dem Klicki. Hallo! Oh, das war's für Kerle. Aber die normale Melodie klingt aber auch Hammer eigentlich, ne? Ja, warte. Wirklich. Die. Inne. Das Romantische. Gut genug gespielt, die Leute wollen was vom Spiel sehen, nicht nur dein Getraller. Ja, ja. So, Polarfuchs gibt's hier, Häschen und Bisons? Ein Eisbären. Ach, Eisbären, ja. Deswegen Handgun mitgebracht, natürlich mit Visier, ganz klassisch. Und dann hab ich noch die ganz dicke Bumme für die Eisbären mit, weil da werden wir mit den Shotguns nicht großartig weiterkommen. Ich habe einen Punkt gesetzt, denn hier soll irgendwo ein Haben sein, und zwar hier. Außer dahin. Mit dem Flintenlauf geschossen, dann natürlich schon. Ja, aber will ich auch nicht unbedingt haben. Auf jeden Fall sehr viel Wasser hier. Komisch. Ja, so. Hast du den Leuten schon gezeigt? Na, und Packeis halt offen. Achso, ja, jetzt neue so schöne Klamotten eigentlich hast. Ja, sehen jetzt identisch aus. Hm? Schön. Gut, ich habe einen Punkt gesetzt, das ist ja hier drüben. Ja, man kann sich ja trotzdem erstmal umgucken. Achso, ob man. Ja, schon obwohl, nee, nach deinem Getruller nicht mehr. Und los. Als würde das Einfluss auf die Viecher nehmen. Ja, nicht klar. Also, ich glaube nicht, dass ein Hase stehen bleibt, wenn du anfängst, mitten in der Wiese loszutrallern. Ja, bei den Romantischen bestimmt schon. Klar, der schläft ein und lässt sich erlegen. Ja, klar. Ja, wie gesagt, hier soll halt noch ein Hafen sein, was so eine Sensation ist. Und dann, wenn der Klicki können, gäbe es einen Weg durch die Berge, wo wir dann irgendwie ja, Querfeld einkommen. Wenn du mal auf die Karte guckst. Ich guck mal auf die Karte. Siehst du mein gezeichnetes, oder? Ne. Jetzt? Ne. Aber ich kann mir durchaus denken, dass das in der Mitte ist. Was ist der Laufweg und Aktionsplan? Ist das beides an? Bei mir? Also, warte mal, durchsichtig. Ne, zeichnen. Ne, genau, also aus. Laufweg an, aus, an, aus, an, warte, muss ich auf ausklicken, warte, jetzt muss ich auch schon wieder da reinzoomen, halt ganz komische Steuerung, so, ja, jetzt sehe ich da auch schon was, ha. Siehste, entweder wir gehen da durch oder wir gehen dann halt hier hinten durch. Ah, ja. Hier hin. Ja. Ja, da gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Naja, schauen wir mal, vielleicht finden wir gleich noch ein paar Hasen, die dann plötzlich aufrecht stehen mit Ohren klatschen, dann weißt du, es lachen dann ein Lacher. Genau. Wenn du komplett in die falsche Richtung läufst. Ich hab mir doch einen Punkt gesetzt. Ich läuf doch in deine Punkte, nicht klar. Aber hier ist vielleicht nur eine Welle gewesen hier. Da kann ich nicht. Du läufst natürlich direkt am Berg hoch, oder? Ja, ja. Ach nee, hinten hoch. Okay, ne, ich bin hier, hab die flache Variante gewählt. Also. Ja, ich weiß nicht, ob die ja, also. Ach nee, das war nix. Ne, bei den anderen waren es ja Kaninchen, die haben ja auch ihren Bau gehabt. Ich denke, wenn es normale Hasen sind, die werden keinen Bau haben, die werden einfach so herumstolzieren irgendwo. Durchaus möglich. Ja, so, die Füchse habe ich. Die 233er, ne, die, was war das? Eine 2? Bin ich jetzt vollkommen blöde. Die 223, genau, die war's, die habe ich dabei. Bei die Hasen nehme ich eher die Armbrust, weil die hat ganz schön Bums. Mhm. Wenn du die Tierchen da noch sehen kannst, sag ich mal, kannst du auch auf 60 Meter legen. Gut, hab ich ja mit dem Bogen auch hingekriegt, ne? Also dementsprechend. Ich denke mal, Fasanjagd wird damit bestimmt unterhaltsam. Oh. Aber derzeit, wir können auch nicht so viel spielen, weil es gibt ja für alles schon wieder neue Tarnklamotten. Es gibt einen Gilly, auch schön, wie der Schnee hier um die Bäume rumliegt, oder? Ja, ja. Das sieht ihr, da hat einer ganz grob hier im Wald mal geschippt und hat das einfach bei den Bäumen ausgelassen. Ja, schauen wir uns mal den Hafen an. Ja, vielleicht auch da. Was. Da bringt uns nämlich neue Munition, dass man ja weiter schießen kann. Na klar. Das wär's. Ah, es wäre doch schön, guck, wenn du jetzt bei LS sehen würdest, ne, wenn die Bäume so aussehen würden, wenn es Jahreszeiten geben würde, das wäre doch cool. Ja, gibt's ja Mods dafür, ne. Aber warte mal, ich glaube, die Hasen haben doch einen Bau. Jedenfalls gibt, ach ne, halt, das sind einfach nur Schneeverwehungen. Vergiss es. Hm.
So richtig Wege gibt es ja aber auch nicht. Nee, das ist ja klar, ne? Das ist ja sowas wie Arktis hier. Jetzt bist du dort. Wir haben ja neu, dass hier jemand Wege einlegt. Vielleicht bei Ja. dem Hafen dann unten, ja. Bitte Komfort halt. Aber man sieht halt, wenn man hier gerade ausschaut, durch die Bäume siehst du nichts. Nö. Durch dass sie so mit Schnee belegt sind. Gehe ich mal ein bisschen abseits. Ich denke mal, es wird auch schwierig, die Polarfüchse oder Eisbären jetzt hier zu sehen. Weil die haben dieselbe Kleidung an wie mir. Weiß. Ach, ja, stimmt. Weil ich hätte jetzt noch was Roten Ausschau gehalten, aber. Ach, was Roten. Na, ja, wie Fuchs halt aussieht. Deswegen ist er auch Polarfuchs. Richtig. Weil er ein Weil Polar er hat. rot ist. Oder so. Aber du könntest dich vielleicht auch hinhocken, weil so ein Polarfuchs da als Spiel weggerannt. Na, ich hab ne Spur. Ziehend. Was denn da? Fuchs. Ja, da ist er. Und Feuer! Naja, ich sehe nicht. Ich sehe nicht, dann musst du dein Kopftuch, das solltest du nur über den Mund ziehen und über die Nase und nicht bis in die Augen. Da vorne. Ach du Elmetlind. Hör Ist doch nicht perfekt hier, wo ich jetzt bin. Guck auf. hier. Ich gucke Rot. in die Richtung. Stein. Verlassenen. Was noch nicht etwa schon angelockt, oder? Nein, ich sehe den hier noch nicht einmal. Halt, ist er das? Kurz die Brille raus sein. Nein, das ist nur Ingrid. Der war irgendwo hier in der Richtung. Na gut, wir haben den doch noch nicht geskillt, sprich, der kann aber am komplett anderen Arsch sein. Also, halt, ich sollte vielleicht mal Duftspray anlegen. Aber das So. sollte ich vielleicht auch machen. Weil das habe ich auch nicht. Bist du überhaupt dabei? Gott sei Dank. Die Füchse antworten ja nur, ne? Nee, das kann manchmal sein, dass sie gar nicht antworten, einfach auf dich zurennen. Achso. Alter, wem sollen die antworten? Du schreist ja wie ein totes Kaninchen. Aber stimmt, das war ja die Karnickel. Also ich Ah. habe hier die perfekte Position, um ihn abzuschießen. Siehst du den? Nein, aber wenn Achso. ich ihn anlocke, kommt er ja angerannt. Ja. Wo bist du? Weiß auf weiß ist so richtig kacke hier. Ach da, 108 Meter. Ne, ich such den ja hier gerade noch, aber. Aber ich habe hier ein freies Feld. Zwischen den Bäumen brauchst du ihn nicht suchen, weil da sieht dich dreimal eher wie du ihn. Wir suchen ja auch nicht durch die Bäume. Ich bin ja hier außerhalb, ist auch noch eine freie Fläche. Ich denke mal, ich gucke auf die gleiche freie Fläche wie du, halt bloß von links. Naja, locken einfach an. Da muss es sein. Bleibt er ja bei mir vorbei. Sag mal Bescheid, wenn er bald. Ich muss erstmal Waffe wechseln. Zack, zack, zack. Einmal laden, bitte. Das höre ich bisher ja. Gelab, oder? Nee, ohne Scheiß, Da jetzt habe ich grad. schon dicke Handschuhe an. Oh. Handy-Akku gleich alle, aber egal. Mach weiter, ich habe ja mein USB-Kabel bereit. Ja, ne, du spielst ja auch nicht mit dem Handy. Nee. Ich hab da ja noch die Stoppuhr drauf. Hast du ihn angelockt? Ja. Ich sehe ja noch nicht. Genau, nicht schwer weiß, wie weit da jetzt schon weg ist. Wir sind ja noch eine Weile gelaufen. Mal gucken, ob ich Dreifachzoom oder Neunfachzoom. Dreifachzoom. Jetzt sehe ich nichts. Ne. Ich höre auch nichts. Teil runterillern. Auch nichts. Da wird gut getarnt sein. Den werden wir wahrscheinlich im letzten Moment erst sehen. Was sieht da irgendwas, wenn hier was über die Kreuzung streuselt, ja.
Er muss ja rein theoretisch aus diesen Wäldern da, aus diesem Wald links von mir rauskommen. Weil es war da so grob die Spur. Aber hier ist nichts. Ich rede mich mal kurz. Aber. Ne. Gar nichts. Na gut, wie du es schon gesagt hast, wir haben halt auch noch nicht geskillt oder so. Die Spur kann uns auch irgendwelchen Käse angezeigt haben. Ist da wo ganz woanders war und hat sich vielleicht schon erschreckt, weil er vielleicht schon viel näher war, als wie der uns das angezeigt hat. Das kann natürlich auch sein. Also bis da hat sich ja jetzt nicht noch mal dazu geäußert. Naja, das finde ich eigentlich schlimm. Das war eine Aufforderung, sich dem Sachverhalt zu äußern, und er hat es nicht getan. Nee, damit ist er schuldig. Würde ich sagen. Jetzt haben wir noch das nächste Problem. Tja, Haftbefehl ausstellen wird hier schwierig. Richtig. Die muss man ja auch. Ja, ich drücke nochmal in Richtung Hafen. Das ist der Computer, alles klar. Ich habe schon gedacht, das wäre eine komische Hintergrundmucke hier. Ah, das ist nur der Lüfter, der am Bild knarzt. Na, es wird echt Zeit für einen neuen. Oder kann es gerade sein, dass dieses USB hat? Nein, der PC. Der PC kämpft ein bisschen. Der bläst schon warme, der blä bläst schon warme Luft. Und brauchst du heute nicht heizen. Ne, definitiv nicht. Ja, ist echt zum Kotzen. Ja, Ende des Jahres kommt ja ein neuer. Also, vielleicht. Die sind ja, oh, ich sag mal, der Handel ist ja jetzt auch nicht so unanspruchsvoll. Nee, das stimmt allerdings. Aber dafür trotzdem eine gute Performance. Ja. Wenn Also. du siehst, was der lädt, ne? Da lädt er die gesamte Karte. Ja, also die Das ist. Render-Distanz. Ja. Und so die Tiere und so, wie die also rumstriffeln. Ja, der Render ist halt wirklich. Das ist auch so eine Marktposition, die wird ihn so schnell auch keiner wegnehmen. Das Der Render stimmt. Primal war halt. Nee, war halt so eine Sache, sagen wir mal. Das war. Hatte ja irgendwie nichts Aber vor. ja, es war ja viel Arcade-lastischer. Es war arcade-lastischer und hatte auch nicht viel mehr mit Handel zu tun. Ne, davon mal abgesehen. Und das ist zwar mittlerweile. Ist es mittlerweile aus der Early Access raus, ja? Ja, das Ja. ist raus. Aber so einen richtigen Anklang hat es nicht gefunden. Ja, so wie das ja eigentlich alle anderen Jägerspiele, kannst du sagen, sind ja eher mehr so Arcade, ne? Das ist Ja, ja das Einzigste, wo du wirklich sagen Ja, kannst. für einen PC gibt es kaum welche. Und die ganze Mobile-Sektion, ja, ganz klar. Da habe ich ja, wo ich damals das Mobile-Spiel, das wird heute noch gesucht, wenn ich das in den Analytics mir angucke. Ist Deer Hunter oder wie siehst du? Der Deer Hunter, der Hunter, Hunting Unlimited 2015. Aber Deer Hunter war eigentlich so das letzte, was ich da gezeigt hatte. Deer Hunter 2016. Ja, ne, das ist ja M4A1S, ne? Und da geht das scharf. Das Die ist du mir. nicht mal verwenden darfst zum Jagen. Ja. Deine Größtenteils. militärische Waffen darfst du zum Jagen nicht verwenden. Ja, und es ist halt nur sowas, oder halt irgendwelche, keine Ahnung, AWP-Abschnitte da, weißt du, als Scharfschützengewehre und lauter sowas. Ja, das hat mit den Dings nicht gerade viel zu tun. Und dann halt übelstes Pay-to-Win-Gerotz. Das Übliche Ja, halt. gut. Was ist Pay-to-Win-Gerotz? Da kannst du schon mal für so eine scheiß Waffe da 10, 20 Euro hinlegen, dass du dann den Level weiterkommst, weißt du, bescheuert sowas. Und dann noch Ja, gut, Energie, hier das. kannst du ja auch trainieren, ne? Ja, das ist richtig, aber bei denen geht es ja Aber direkt wirklich nur Pay ums to Win Geld. gibt's nicht. Ja, die hier, ne. Du kannst dich hier mit 1000 Deswegen. Euro eindecken, wenn du hier durchrennst, triffst du trotzdem geht dir. Richtig. Kannst halt nur Vorteile verschaffen mit zum Beispiel einem besseren Zielfernrohr oder sowas. Ja, und es gibt Aber ja. du kannst jetzt keine Goldmunition kaufen oder so. Ne, ja, das wär's ja noch, Das weißt wär's. du Ja. so. Ich komme mir Explosivmund. vor wie ein WoD, überall wo ich hinschieße, sprengen sich Berge weg. Explosivmunition, aber. Nee, das sind die anderen Dinger. Das ist ja schon ein reines Arcade-Gerotzteig. Ne, und du kannst halt viel Geld da lassen. Und hast du noch Gut, Energie, Arcade dass du. ist ja allgemein. Arcade ist ja So, ja. allgemein. Ja, dann hast du halt auch noch Pay to win. Energie. Energie. Weißt du, dass du auch ja nicht so viel spielst.
Oder halt geht dafür aus, gibt's, dass du Ach so, weiterspielen was kannst. dann zeitmäßig runterklickert oder was? Ja, nee, pro Jagd verbrauchst du, was weiß ich, 2 Energie und du hast halt 20 Energie, ne? Wenn es dann weg ist, regeneriert sich alle 20 Minuten eine Energie oder du kaufst dir halt Energie. Das ist also Typisch. das, das ist also das, was mich bei Mobile-Spielen halt, ebenfalls wenn sie kostenlos sind, halt so ankotzt, weißt du, dass die, also ne, du kommst am Anfang relativ gut rein, ne, du hast den übelsten, ne, Flow, nenne ich das immer, also so kategorisiere ich das ein. Das Spiel treibt dich erstmal am Anfang richtig weit vor. Und dann gibt es halt Spiele, die bremsen dich langsam aus. Beispielsweise, was ich so allgemein zocke, Lords Online, da ist der Flow bis jetzt noch ganz gut, ne, und das zocke ich nur mindestens schon fast einen Monat. Und es gibt aber Spiele, die machen das Tutorial und knallen dich dann vor und die auf einmal bremsen die dich total aus. Ne, du kommst, du spielst eine Viertelstunde, alles schön und gut, und auf einmal geht das schon los, eine Stunde warten. Ne, bis das Gebäude fertig ist oder so. Keine Items, dass du das beschleunigen kannst oder so, gar nicht. Ne, die bremsen dich dann sofort brutal aus. Und das ist dann, wo ich also. Das war ein sehr komisches Geräusch. Okay. Hast du das gehört? Ne. Ich müsste irgendwie gerade an dem Polarfuchs vorbeigelatscht sein. Oder ich bin auf die Füße getreten. Es klang so. Ich habe irgendwas mitbekommen. Aber meine Freunde, wir sind mit der Folge fertig. In der zweiten Folge kommen wir definitiv zum Hafen. Ich bedanke uns fürs Zuschauen. Ja gut, heute halt nichts geschossen, aber egal. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann auch dran. Lülü.